Hallo meine Ödländer und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 in meiner speziellen Mod Edition. Währenddessen hier kurz mir auf dem Hintergrund irgendwas brabbelt, freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Heute, meine Lieben, hätten wir zwei Möglichkeiten, wo wir weitergehen. Erstens, wir können nach Diamond City gehen, weil von hier vom Polizeirevier Cambridge ist das eigentlich nur noch in südlicher Richtung. Soweit sind wir schon mal gegangen. Und zwar hatten wir ja vor einiger Zeit, waren wir hier im Backstreet Apparel und haben hier unten die Raider komplett von dort entfernt, sage ich jetzt mal ganz höflich ausgedrückt. Wir könnten uns aber auch jetzt hier Richtung eine andere Quest machen, und zwar die mechanische Bedrohung. Was ist mit der mechanischen Bedrohung gemeint? Das ist im Prinzip, hört er das Karawanen-Notsignal an, da müssen wir einfach nur das Radio nach der Karawanen-Notruffrequenz einstellen und dann kriegen wir so eine Nachricht durch und dann erhalten wir Koordinaten, wo wir uns versammeln dürfen. Das Geile ist dran, da können wir dann zum Schluss können wir Roboter bauen, weil da gibt es dann eine neue Roboterwerkbank, das heißt auch Kurzwurf können wir verstärken. Danach ist es so, dass wir dort einen neuen Begleiter bekommen, und zwar, ich glaube, die Ada hieße, oder Eva, nee, ich glaube Ada, und das ist auch so ein kleiner Roboter, der aber absolut verteidigen kann, der richtig feuern kann und der dazu noch richtig viel tragen kann. Und ich freue mich so riesig auf diese Questreihe, weil wir zocken diese, das ist ja im Prinzip ein DLC, was vor Fallout 4 erschienen ist, und das zocken wir auch komplett durch, meine Lieben. Ne? Macht euch da auf was gefasst, das Ding wird bis zum Schluss richtig, richtig spannend, und was da zum Schluss rauskommt, ist es der absolute Wahnsinn. Wie gesagt, ich freue mich da riesig drauf. Wir gehen erstmal auf die Karawanen-Notruffrequenz und los geht's. Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe. Also habt ihr es gehört. Die brauchen dringend, dringend Hilfe. Jetzt ist nochmal der Ladebildschirm drin. Ich habe gedacht, das geht mittendrin weiter, aber sehr, sehr schade. Ich bin mal gespannt, was da gleich noch zu erzählen hat. Wir sind direkt östlich von Watts okay. Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte, sofort. Ada, setz diese Nachricht in eine Schleife. Ja, Sir. Also, ihr habt es gehört, meine Lieben. Findet die Karawane, die sind östlich von... Dies ist ein Notruf. Ich wollte gerade sagen. Alles gut, bleib entspannt. Dort drüben müssen wir hinlaufen. Und zwar hier, ne? Findet die Karawane. Ich würde sagen, wir gehen hier über die Corvega-Fertigungsanlage drüben rein. Es ist ganz einfach dem geschuldet, meine Lieben. Von dort oben ist es nicht so, wie soll ich denn das sagen, von da oben ist es nicht so extrem, hier durch diese Viertel durchzulaufen, weil die sind schon gespickt mit einigen Fallen und das macht schon teilweise hier nicht so viel Spaß, hier rumzulaufen. Vor allem hier unten laufen auch dann einige rum, die sind halt mit einem Raketenwerfer ausgestattet und Granatenwerfer und so weiter und so fort, und denen sind wir eigentlich noch nicht gewachsen, also machen wir es jetzt so, wir laufen einfach außen rum. Schaut mal, die Minuteman, moin. Das Schöne ist dran, hier ist schon ein Totenkopf, das heißt, der hier ist Elite, ne, der Minuteman, und hier vorne, habt ihr es gesehen, hier vorne befinden sich Sprengladungen. Hier irgendwo, ne? Da ist eine Splittermine, da ist ein Zombie. Da sind ganz viele. Notice anything suspicious. Den hätten wir mal. Den hätten wir mal. Ja, der ist gleich. Vorsicht vor den Minen, bitte. Ah, die machen sowieso nicht halt. Was ist denn da los? Legen wir los. Hört ihr das? Wilde Kohle. Ein wirklich armer Haufen. Sein Verstand. So, und jetzt gucken wir mal, wo die zwei... Ach, schaut euch das an. Hier hinten wird auch angegriffen. Oh, jetzt haben wir auf den Minuteman drauf geschossen. Jetzt interessiert mich allerdings... Ah, hier, okay, alles klar. Oh, die sind ja komplett nackig. Schade. Wir haben nur einen gefunden, ne? Der andere ist irgendwo umgefallen. Aber gut, dann ist es halt so.
Bei neben hier oben dieses Gebiet, das ist meistens ein von Minutemen verteidigtes, ja, wie soll ich nur sagen, von Minutemen verteidigter kleiner Außenposten. Der wird dann sozusagen von den Minutemen beschützt. Da können wir immer mal langlaufen, das triggert dann immer so kleine Events. Da greifen dann Supermutanten an, da haben wir dann Raider und so weiter und so fort. Also das ist hier echt, das ist hier echt lustig, das ist echt mit viel Party verbunden. Aber wir müssen auch hier aufpassen. Radioübertragung gefangen. Eine Gruppe von Raidern wurde auf dem Weg nach Tin Pines Bluff gesehen. Deine Hilfe wäre wirklich von Nutzen. Ende. Alles klar, das machen wir dann. Hier ist der andere, schaut mal, hier ist die Interventionsnotiz. Die gehen wir dann auch durch. Dann gehen wir von hier. Ich würde sagen, dann nehmen wir heute die Folge. Dann nehmen wir heute die Folge uns zur Aufgabe, dass wir hier oben nach Tin Pines Bluff reisen. Okay. Weil hier, wir sind schon mal ein ganz, ganz schönes Stück Richtung Tin Pines Bluff unterwegs und das ist gar nicht so weit, das ist gar nicht so weit hoch. Und hier, ne, ihr seht's, hier bewachen Minutemen das Gebiet. Und hier außen sind dann, da, so wie es aussieht, haben hier gerade jede Menge Zombies angegriffen, ne. Hier laufen gemütlich durch und schaut mal, ne, hier ist auch einer. Ah, okay, das sind genügend hier. Alles gut. Ja, und die bewachen halt hier diesen kleinen Außenposten, also die haben, ne, hier ein paar Speisen, ein paar Getränke da. Blutpakete, Medics und so weiter und so fort. Also alles, was ihr euch hier vorstellen könnt. Das Schöne ist, dass irgendwo oben, ich glaube oben sollte irgendwo noch eine Kiste sein oder genau, irgend so ein Seesack, wenn wir Glück haben. Ah, ich wollte gerade sagen, wenn wir Glück haben, ist irgendwas drin, aber meistens hat man da halt kein Glück. Ist aber auch nicht schlimm. Und hier unten wäre halt dann der Beginn der Quest. Wenn wir hier dann runterlaufen, das machen wir dann entweder diese Folge noch oder in der nächsten Folge, ist alles kein Problem. Hier unten auf der rechten Seite haben wir dann die Karawane. Wir laufen aber hier mal geradeaus. Einfach hier so, zack, geradeaus vorbei. Und dann gehen wir hier unten auf der rechten Seite, also ich sag mal, hier unten Richtung Osten ein kleines Stück. Und dann laufen wir eigentlich immer gen Norden. Und dann kommen wir irgendwann, kommen wir dann in Tin Pines Bluff raus. Das Ding ist maximal geladen. Ja, so viel brauchen wir eigentlich nicht hier. Kanonenmäßig. Hier innen ist noch ein kleines bisschen Loot. Hier vorne wäre auch noch ein kleines. Hier vorne wäre auch noch Loot. Aber hier, wie gesagt, hier müssen wir halt echt aufpassen, wo wir hier hinlaufen. Ja, ich weiß, Kotzi. Ich weiß. Weil ich würde ja auch so gerne Kurzwurf etwas aufrüsten. Also da kann man dann Panzerung ranpacken, den kann man mit neuen Waffen versehen und so weiter und so fort. Das werdet ihr dann alles sehen. Im Laufe dieses kleinen DLCs kann man dann immer mehr mit den Robotern machen. Und dadurch, dass wir hier dann mit der Horizon Mod spielen, ist es noch zusätzlich so, dass wir hier noch sehr viele Waffenmodifikationen einfach so mit dazu bekommen. Wisst ihr noch, was das hier ist? Ja, das ist das Altersheim, ne? Soweit sind wir schon wieder runtergelaufen. Da oben waren die Raider. Da oben saß der Typ, den wir abgeknallt haben. Der ist jetzt Mystic Pines. Ja, mein Lieben, und ihr wisst Bescheid. Jetzt laufen wir eigentlich nur noch nach Norden. Guckt hier unten auf die Karte. Da seht ihr das Symbol. Und wir, ich denke mal, das wird nicht lang dauern. Und da sind wir dann gleich in Tin Pines Bluff. Wir werden nochmal aufmunitionieren. Weil das ist das Schöne in Fallout 4. Währenddessen wir laufen, können wir auch nochmal komplett die Waffen resetten und komplett laden. Ja, es ist halt von der Munition, ist halt, ja, ist halt Horizon, ne? Das ist die Munition am Anfang wirklich extremst knapp und man sieht es hier, ne? Und man merkt das auch. Man muss wirklich haushalten. Wow. Eine Blähfliege. Sehr schön. Alle drei weggenommen. Sehr schön. Die leuchtenden Dinger, die sind echt gefährlich. Ach, die Dinger sind richtig stark. Und die haben hier, schaut mal, die haben hier so einen Hirsch gekillt. Alles klar. Einen tollwilligen Red Hirsch. Boah. Haben sie aber schön designt, ne? So richtig mit diesen Blasen außenrum und so weiter. Also das ist richtig mutiert. Das ist halt so richtig tollwütig. Okay. Ihr lauft, ihr seid alle noch dabei, ihr lauft alle mit, perfekt. Ja, es gibt noch sehr, sehr viele Begleiter hier im Spiel mit dieser Modification, die wir hier angefügt haben.
Es ist tatsächlich möglich, dass wir mit jedem einzelnen Begleiter hier durch die Gegend laufen dürfen. Wir dürfen dann auch nicht nur mit Begleitern durch die Gegend laufen, wir können auch eine sehr, sehr große Zahl von Robotern noch zusätzlich mitnehmen. Den können wir dann sagen, wartet bitte draußen oder irgendwie, weil in den, ich sag mal, in den instanzierten Gebieten innen drinnen, zum Beispiel in verschiedenen Räumen, wäre es dann halt doch sicherer oder besser, wenn man große Roboter einfach draußen lässt. Weil die sind dann so groß, die passen da gar nicht da rein. Jetzt laufen wir aber Richtung Tenpines Bluff, mein Lieben. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier oben erwartet. In der Zwischenzeit gucken wir nochmal schnell nach Sanctuary. Da sind auch schon wieder 9 Leute, eingezogen. Das heißt, wir könnten schon von unserem Zuhause, könnten wir mal 2 Leute abziehen. Ein oder 2 Leute. Einen schicken wir nach Tenpines Bluff und den anderen würde ich dann gerne runterschicken. Hier, ne, Moment, zur Abernathy Farm. Dann werden dort schon 5 Leute angestellt, die dort mit Obst und Gemüse anbauen. Das wird ja unsere Kornkammer, die Abernathy Farm. Und wir sind gleich hier oben angekommen, schaut mal. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, aus welcher Seite die Raider kommen. Aber ich schätze mal, die werden dann frontal angreifen, sobald wir dann dort sind. Und dann bin ich gespannt, was uns erwartet. Die greifen sogar schon an, ne? Seht, hört ihr das? Da ist er. Raider Plünderer. Super, schön mittendrin in Deko gegangen. Schöner Treffer. Au! Hey! Komm, Kotzi. Okay, den Siedlern geht's gut. Hier sind die Plünderer, schaut mal. Wow, das sind viele. Boah. Voll in der Schusslinie. Also heute haben wir echt kein Zielwasser getrunken. Ich bin offen und ehrlich. Den hätten wir auch gleich, jawohl. Da ist irgendwas. Da oben muss noch irgendwo einer sein. Da ist er. Raider Abschaum. Kommt direkt rein. Was ist da gerade passiert? Sehr schön. Jetzt müssen wir aber leider noch warten. Da ist noch einer. Schön in den Arm. Schön in den Arm. Wow. Okay, das war mal ein richtig heftiger Kampf. Unglaublich. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Ja, sind wir auch. Wahnsinn. Also, ich helfe gerne oder schauen wir mal. Ich wollte auch ein bisschen Spaß haben. Wenn das für dich Spaß ist, bin ich froh, dass du auf unserer Seite bist. Naja, wir wissen die Hilfe zu schätzen. Sehr schön. Ja, und das war's. Komm zurück, verdammt! Das war das, was ich sagen wollte. Die kehren ja dann als Zombies zurück. Das heißt. Ich habe mindestens 5-mal in den Kopf getroffen. So, dann sollte noch irgendwo einer kommen. Sehr schön. Das haben wir richtig drauf, oder? Zombies in den Kopf ballern. Das haben wir echt richtig drauf.
Menschen wie wir. Okay. Das war, glaube ich, gerade nicht unser Kampf, der hier unten stattgefunden hat. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Hier hinten war, glaube ich, auch irgendwo einer. Nee, der ist schon weg. Ich hätte was gesehen. Legen wir los! Wo sind die wieder abgehauen? Ach, hier kommt mal noch einer. Alles gut. Boah, also habt ihr das gesehen? Was für ein Kampf. Also durch die Zombie-Mod stehen die ja eigentlich, stehen die ja nochmal auf und kommen uns dann nochmal entgegengelaufen. Und hier unten schießt dann auch irgendjemand. Ich kann sie bloß nicht identifizieren, beziehungsweise weiß ich auch gerade nicht, wo die herschießen. Deshalb würde ich mal sagen, wir lassen es einfach mal so. Vielleicht sind es auch irgendwelche Trader, irgendwelche Händler, ich kann es euch nicht sagen. Es wird zumindest nicht angezeigt, dass wir hier uns im Kampf befinden. Das ist schon mal gut. Jetzt werden wir hier noch die Tomaten mitnehmen. Zumindest so weit, wie es geht. Nehmen wir mit, nehmen wir gerne mit. Zack. Zack, zack. Ja, es gibt noch getrocknete Gemüsefarter. Wie sieht es denn aus mit der Uhrzeit? Also normalerweise ist es hier jetzt so knapp um 7. Wenn wir uns hier hinlegen und kurz die Zeit abwarten, dann sind wir so ungefähr bei, ich kann es euch gar nicht sagen, vielleicht bei früh irgendwas um 5 oder so. Da könnten wir nochmal loslaufen, weil Zeit wäre es noch. Schaut mal, was es hier mittlerweile alles gibt, ne? Schmutziges Wasser, antiker Globus, Babyflaschen, Siedlerrationen, ist halt leider ein mäßiges Erkrankungsrisiko, Aluminium, Basisschallteile, sehr viel Holz. Also wir könnten ja anfangen, richtig was zu bauen. Ich würde auch trotzdem mal sagen, wir lassen das alles mal so, wie es ist. Wir gehen jetzt mal in die Hilfsmittel rein und gucken mal, dass wir uns hier verbinden. Ne? Hier gibt es einen medizinischen Verband, der halt das Doppelte, wie der normale. Aber ich denke mal, der Verband, der sollte erstmal ausreichen. Gut, wenn wir wieder zurücklaufen, können wir uns sogar hier unten in Mystic Pines einquartieren. Könnten in Mystic Pines pennen, sage ich mal. Und wenn wir dann früh wieder rauskommen von Mystic Pines, gehen wir Richtung Karawane. Was haltet ihr davon? Jetzt haben wir denen hier geholfen. Absolut mega. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir runter wieder Richtung Mystic Pines und holen uns dort unten eine Mütze voll Schlaf. Und dann laufen wir runter zur Karawane. Es wird mich ja langsam schon wieder richtig dunkel. 61 Schuss hat ja das Teil. Geil. Sehr schön. Ach, ich glaube, das ist ein Supermutant. War das nur einer oder waren das mehr? Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Da kommt noch ein Zombie gemütlich gelaufen. Schaut mal. Schaut euch dieses Kreuzfeuer an. Hammer. Okay, das gibt nochmal 38er Schuss. Aber es ist nichts mehr da. Das war echt nur ein... Das war wirklich nur ein Supermutant. Das kann ich mir beim besten Willen gar nicht vorstellen. Aber anscheinend ist es tatsächlich so. Ach nein. Guckt euch das an. Okay, das waren mehr. Hier liegt noch einer. Ne? Hier liegt noch Nahkämpfer. Und hier haben sie sich mit Zombies angelegt. Wow. Okay. Hier hat mal so ein richtiger kleiner Fight stattgefunden, ne? Ein Supermutant. Ah, hier gab es sogar einen Supermutanten-Selbstmörder. Also entweder sind die zwei Gruppierungen aufeinander getroffen. Was ich jetzt mal so annehme. Ne, hier hinten sieht es wieder gut aus. Also hier unten haben sie dann richtig schön gekämpft. Sehr geil. Das sage ich ja. Also je mehr wir durch dieses Ödland laufen, meine Lieben, desto mehr wird dieses Ödland immer mehr belebt. Das heißt, irgendwann kommt noch die Minutemen ins Spiel. Dadurch, dass wir hier immer mehr Regionen und immer mehr Siedlungen befreien, sind die Minutemen dann immer stärker unterwegs. Das seht ihr hier, das sind ja am Anfang Zweiergruppen, aber meine Lieben, glaubt mir das, die Zweiergruppen werden mehr. Und je nachdem, was wir da für Truppen rekrutieren können, später und so weiter und so fort, werden aus den Zweiergruppen auch 4 oder 5. Und die sind auch dann dementsprechend schwer gepanzert und bewaffnet. Also die halten dann einiges ab. Die unterstützen uns dann bei Kämpfen hier außenrum. Das ist schon richtig geil gemacht.
Wir machen es jetzt aber mal so, mein Lieben. Schaut mal. Ja, deshalb laufe ich noch gen Himmel, weil der Himmel ist noch wirklich das Einzige, was hier hell ist. Ich mache ja gerade noch mal mit das Licht an. Das heißt, wir, meine Lieben, gehen jetzt mal runter nach Mystic Pines. Hauen uns dort ins Bett. Schlafen bis früh 5, 5:30, wenn es ja wieder heller wird. Und dann gehen wir runter und helfen der mechanisierten Karawane. Okay, das kriegen wir heute hoffentlich noch hin. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder nach Hause. Wir müssten dann sowieso erstmal wieder nach Sanctuary Hills zurücklaufen. Ach, schaut mal, hier rechts Brahmins. Ach, so süß. Und dort bauen wir die Roboterbank auf. Was bist denn du für ein Typ? Ach, schaut mal, wilde Mischlinge. Alles cool. Entspann dich. Entspann dich, Junge. Hey, du hast mir das Leben gerettet. Ja, und wir sind auch krank. Bitte, für dich. Dankeschön. Geil, 250 Kohlen. Platz für die Nacht zu suchen. Ja, da hast du recht, das machen wir auch. Das Problem ist dran. Der hat uns gebissen. Der eine hat uns gebissen und jetzt haben wir irgendwie irgendeinen Schaden abbekommen, so wie es aussieht. Mal gucken, wie der Status aussieht. Ausgedörrt, Schwäche. Ne? Erleidet 40% mehr Schaden. Habt ihr gesehen. Jetzt gucken wir mal, haben wir noch irgendwas dabei? Speichergerät. Medizinischer Verband. Können wir alles leider nicht nehmen. Heil- und Aufputschmittel. Right away. Medics, Daytripper, Buffout. Nee, leider gar nichts. Ne? Heil Parasiten. Das ist auch gut. Mentats, Medics. Halt Schwäche. Moment, haben wir die Schwäche drauf? Ja, einmal Schwäche, ne? Dann werden wir das mit den Aufputschmitteln machen. Buff out. Ja, dann geben wir uns das. Ich weiß, das sind wieder Drogen. Und so weiter und so fort. Und das ist alles kein Problem. Ach, jetzt wirkt wieder der Code. Ich bin gleich wieder da. Ja, mein Lieben, entschuldige kurz für die Unterbrechung. Sobald man hier irgendwas eingenommen hat, ist es dann tatsächlich so, dass man hier wieder in den Status zurückfällt. Das ist halt der Nachteil von dieser kleinen, ja, von dieser kleinen Codierung. Schaut mal, wie es uns hier geht. Maximal AP plus 30, Stärke plus 2. Ist aber halt, Achtung, das Zeug ist sehr schnell abhängig machen. Ne? Also das kann man schon mal einnehmen, das ist alles schön. Wir nehmen es aber auch nur ein zur Heilung. Ne? Wir haben leider hier kein Antibiotika oder kein Allheilmittel mit. Das heißt, wir müssen uns leider mit diesem Buff-Out müssen wir uns leider helfen. Ne? Und so wie der aussieht, schaut mal, ist er richtig drauf. Okay, hier unten hat man Mystic Pines. Die Uhrzeit ungefähr. Ja, ist gegen 9. Das heißt, wenn wir uns jetzt hinhauen, können wir so ruhig mal 8 bis 9 Stunden schlafen. Das wird uns ziemlich gut tun. Und dann gehen wir runter zur Karawane. In der Zwischenzeit würde ich gerne mal speichern. Und dann gehen wir noch eine Kleinigkeit trinken. Und dann laufen wir runter. Okay? So. Jetzt sehen wir aber zu, dass wir hier reinkommen. Moin! Wir sind wieder da. Mystic Pines ist immer so ein kleiner Zwischenpunkt von mir, wenn ich von Norden nach Süden unterwegs bin. Zum Beispiel von gerade hier von Sanctuary oder von unserem Zuhause. Ich kann das nicht richtig aussprechen, ist ja egal. Wenn wir von Nordwesten nach Südosten zum Beispiel gehen, hier runter zum Beispiel, das Beste hier gerade findet die Karawane oder weiter runter in den Südosten, Easy City Downs, oder hier gibt es noch sehr viele Locations hier unten, die sich lohnen abzufarmen und abzugrasen und mal zu besuchen, ist das hier wie so eine kleine Zwischenstation und ich finde es immer wieder geil. Schaut mal, wir hauen uns rein. Ja, wir pennen mal 9 Stunden, okay? In den 9 Stunden müssen wir mal gucken, ob uns irgendwelche Zombies überfallen. Ich gönne uns erstmal was. Auf euch, meine Lieben. So, das Buffout wirkt nicht mehr. Du bist durstig, ist klar. Und du... Okay. Jetzt haben wir wieder dieses... Jetzt haben wir, glaube ich, wieder dieses Gewichtsproblem, ne? Ja, Moment. Kann ich euch mal zeigen? Und zwar steht das hier oben drin. Player. Punkt. Setup. Carry Weight. Und dann gebe ich einfach immer 999 ein. Und dann, schaut mal, dann gehen wir wieder zurück und schon können wir uns wieder ganz normal bewegen. So, gehen wir mal Inventar ein. Dann müssen wir hier mal Essen und Wasser aufbereiten. Das Wasser müssen wir definitiv mal eins einnehmen.
Und jetzt geht auch gleich die Sonne auf. Das heißt für uns, meine Lieben, wir gehen runter zur Karawane. Oh, hier haben wir was vergessen. Schaut euch das mal an. Haben wir hier wirklich was vergessen oder ist das... Haben wir was vergessen oder ist das refreshed? Ich glaube, wir haben nichts vergessen, oder? Nee, eine Flasche noch, okay. Also entweder ist das hier tatsächlich so, dass immer mal Kleinigkeiten wieder hier reinkommen. Aber ich glaube es nicht. Okay, guck mal. Langsam wird wieder früh. Das heißt, wir machen es jetzt so, wir werden alles nochmal durchladen. Das ist unsere 38er. Ne? Wir haben ja genug Munition da. Jetzt gucken wir nochmal durch. Du hättest 12, du hast auch 12. Hier bräuchten wir definitiv mal größere Magazine. So. Dankeschön. So, du hast 6 Schuss. Das hier ist unsere Sniper. Die ist am stärksten von allen. Wenn wir jetzt hier, ne, Richtung die Karawane aufbrechen, und ihr seht es ja hier unten an der Karte und das Zeichen kommt dann immer näher, müssen wir uns schauen, dass wir uns hinter irgendeinem großen Truck oder hinter einem irgendeinem großen LKW in Deckung stellen, weil die Roboter, die da angreifen, die sind richtig verdammt nochmal stark. Und deshalb müssen wir gucken, dass wir die auf der Ferne irgendwie attackieren können. Zum Glück haben wir mittlerweile geübte Schützen hinter uns, oder? Mit unserem Preston und unserer Nora. Okay, du bist auch noch dabei und unsere Drohne haben wir ja auch noch da. Das heißt, wir hätten hoffentlich genügend Feuerkraft. Wenn nicht, dann ist es halt so. Dann kommen wir halt nochmal her. Und hier vorne ist es dann schon. Hier vorne geht es dann schon los. Schaut mal. Das ist ein einzigartiges Event, was es so dann nicht mehr gibt. Das heißt, genießt es, meine Lieben. Ich genieße das auch immer. Jedes Mal aufs Neue, weil es ist halt einzigartig. So, und da vorne geht es dann schon los. Hier gibt es dann jede Menge Munition. Und so weiter und so fort. Hier müssen wir uns dann sowieso mal umgucken. Wenn wir dann die Schlacht hier vorne geschlagen haben. Schaut mal, boah, ist schon wieder was in die Luft geflogen. Hier vorne wird schon geschossen. Da war irgendwas gerade an der Wand dran. Okay. Sehr schön. Alles klar, hätten wir ausgeschalten. Hier ist noch eine Rüstung drin. Kein Problem. Und hört das? Ja, das ist das ganze Problem. Irgendwo lag hier dann auch noch... Irgendwo lag hier noch eins. Aber gut, da gucken wir uns später nochmal in Ruhe. Hier steht noch eine Rüstung. Schaut mal, die hat sogar noch Power-Rüstungsteile dran. Wow, geil. Ist vielleicht für uns mal später. Hier. Sogar einen schönen intakten Arm. Hier oben gab es dann, genau, hier gab es Munition und hier drüben gab es auch noch so Kleinigkeiten. Die nehmen wir jetzt gleich mal mit, weil jetzt brauchen wir halt die Sniper. Okay, gucken wir mal. 5 Schuss hätten wir. So, du hättest 13. Damit könnten wir auch ein bisschen was ausrichten. Schaut mal, ne? Da hinten sind sie. So. Das ist ein sogenannter Schwarmbot. Was macht ein Schwarmbot? Der kommt auf uns zu, glaubt man's. Dann irgendwann ziemlich schnell. Schöner Treffer. Und jetzt kommen die auf uns zu. Schaut mal. Wenn die richtig getroffen sind, schaut mal, dann fliegen die auseinander. Habt ihr das gesehen gerade? Da ist unsere EDA und das ist ein Servo-Müllbot irgendwas. Schaut mal. Wow. Alles klar. Schöner Treffer. Hätten wir gleich? Okay, ich glaube, das war's.
Jetzt müssen wir sehr, sehr, also wir müssen den Ort eh zweimal besuchen, weil schaut mal, wie weit die ganzen Teile geflogen sind. Hier gibt es dann zum Beispiel den Zombie. Hier gibt es dann Mechaniker-Anzüge und so weiter und so fort. Das... Ada, wo läufst denn du hin? Was ist denn du für ein Problem? Die hat ein richtiges Problem, wie es gerade aussah, ne? Das war der Zombie. Oder beziehungsweise das, was noch übrig blieb, übrig geblieben ist. Und hier hat sich die Karawane niedergelassen. Das ist ja so ein schöner, wie soll ich denn das sagen, so ein schöner kleiner Spot. Hier ist Mr. Handy-Treibstoff. Hier gibt es Bücher. Und hier gibt es schon die ersten kleinen, oh, hier, schaut mal, Jacksons, das verbrannte Technikerhandbuch. Und hier gibt es schon mal Jacksons Holoband. Jackson war im Prinzip hier der Macher von der kleinen Karawane. Na, der hat es im Prinzip drauf gehabt. Und das hier war Zoe. Weiß gar nicht, Zoe war auch so eine Mechanikerin, die hier mit immer angepackt hat. So viel kann ich euch noch sagen. Das kriegen wir aber gleich raus von Ada, wenn sie irgendwo, wenn sie mit uns reden will irgendwo. Das hier ist ein riesengroßer, schaut mal, das ist Porter. Der sollte ja eigentlich die verteidigen, hat aber irgendwie nicht geschafft. Wir nehmen aber alles mit vom Porter. Ach, hier ist Ada. Ja, Ada, wo läufst du hin, bitte? Wow. Okay, machen wir Schaschlik, gell? Okay, was war mit Schaschlik? Ja, ist eigentlich nicht so viel gewesen mit Schaschlik, wie ihr es jetzt gesehen habt. Wahnsinn! Die Zombies haben die mal kurz auseinandergenommen. So, Ada, wo steckst du? Hier funkt auch noch irgendwas. Hier liegt auch ein Sparmbot, das ist ein bisschen reingeglitscht. Ist aber nicht schlimm. Jetzt müssen wir mal gucken, wo hier... Sag mal, was hatten die für ein Problem? Hallo? Schaut mal, die hat ein richtiges Problem. Alles. Ada? Ada! Okay, so rumgeglitscht habe ich den Roboter auch noch nie gesehen. Ich hätte dir jetzt mal gerne ein Interview gegeben. Aber ich muss euch ganz ehrlich gestehen, wie sollten das jetzt funktionieren? Wo macht denn die jetzt hin? Hä? Okay, beim besten Willen. Normalerweise steht sie dann hier. Nachdem der Kampf vorbei ist, steht sie dann normalerweise immer hier und wartet dann auf uns. Und wartet halt drauf, dass wir uns unterhalten. Vielleicht können wir es so machen, indem wir einfach nochmal weglaufen. Und nochmal herkommen. Gucken wir mal. Mal sehen, was er zu uns dann sagt. Ne, rede mit einem Roboter. 51,50. Kommt die wieder auf uns zu oder wie ist das jetzt? Die kommt tatsächlich wieder auf uns zu. Okay, von da hinten kommt sie gelaufen. Wo läuft sie denn jetzt hin? 27, 26, 23. Okay. Ada? Schaut euch mal das an, das habe ich auch noch nie gesehen. Das irgendwas ist da schiefgelaufen. Meine, wo läuft denn die hin? Das gibt's doch gar nicht beim besten Willen. Bleib doch bitte einfach mal da. Ich will doch einfach mal mit dir kurz reden. Hey, meine da. Freunde haben diesen Angriff nicht. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Meine Freunde, sie gehen? Nein. Ich gehe nicht. Ich weiß aber nicht, wo du hin. Ada, wo läufst du hin? Bring dir das hinter uns. Also so wie es aussieht, meine Lieben,
möchte die nette Dame nicht mit uns reden. Ich weiß aber auch nicht warum. Hier hinten wäre noch ein Zombie. Schaut mal, das ist vielleicht einer der letzten Überlebenden von der Karawane. Nee, das war ein Raider. Ein kaputter. Okay. Aber ja, wie gesagt, jetzt gucken wir mal, dass Eda hoffentlich irgendwie mit uns nochmal redet. Wäre schön. Und wenn nicht, dann werde ich das nochmal kurz resetten. Dann werde ich hier kurz speichern. Und dann hole ich euch halt zu einem kleinen dritten Teil noch dazu. Mache ich hier noch einen kurzen Schnitt rein. Und ich denke, wenn wir das hier wieder frisch laden, dann gehört hier dieses Geglitsche der Vergangenheit an. Okay? Meine Lieben, ich bin sofort wieder da. Ich speichere und lade. Und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Okay, meine Lieben, entschuldigt bitte für die hoffentlich letzte Unterbrechung der heutigen Folge. Hier läuft Eda ganz normal durch die Gegend. Schaut mal. Und die können wir jetzt ganz normal ansprechen. Gerne. Ja, Eda, das ist halt so, ne? Dein Verlust tut mir echt leid, das muss man auch so sagen. Mein Name ist Eda. Das war das dritte Mal, dass wir von solchen Robotern angegriffen wurden. Trotz der Verbesserungen an Waffen und Ortung, die Jackson durchgeführt hat, konnte ich sie nicht besiegen. So, da blende ich mich mal kurz etwas nach links. Und dann würde ich sagen, wer ist Jackson oder erzähl mir das über die Roboter? Wer ist Jackson? Jackson war der Anführer dieser Karawane. Er war technisch enorm begabt. In vielerlei Hinsicht ist er mein Schöpfer. Er hat mir alle meine Verbesserungen eingebaut. Leider haben sie nicht gereicht, um sie vor den Robotern zu beschützen. Bist du verbessert? Erzähl mir etwas über die Roboter. Von diesen Robotern. Sie streifen durch das Ödland und behaupten, für Ordnung zu sorgen. Wir haben sie gegen Raider kämpfen sehen, aber sie greifen auch Unschuldige an. Siedler, Kaufleute und Karawanen wie die unsere. Wir wussten, dass wir riskieren, noch mehr dieser Roboter zu begegnen, wenn wir im Commonwealth bleiben. Wären wir doch nur früher gegangen. Ja, Eda, du kannst jetzt, das konntest du echt nicht wissen. Du konntest nicht wissen, dass so etwas passiert. Genau. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs war hoch. Ich hätte ja unsere Abreise erzwingen sollen. Als Wiedergutmachung werde ich meine Freunde sühnen und diesen Robotern Einhalt gebieten. Sehr gut. Es ist an der Zeit, die Quelle aufzuspüren und ihren Anführer zu stellen, den Mechanist. Das ist der Mechanist und du brauchst dafür Hilfe. Aber wirst du Hilfe brauchen. Dessen bin ich mir bewusst. Sie haben großes Engagement gezeigt, anderen zu helfen. Bitte helfen Sie mir, diesen Mechanist aufzuhalten. Als Gegenleistung kann ich Ihnen Baupläne für Ihre eigene Roboterwerkbank geben, damit Sie zusätzliche Ressourcen haben. Das Geile ist dran, meine Lieben, wenn wir die Roboterwerkbank haben, können wir die Roboter bei uns in der Siedlung anstellen und die laufen dann durch die Gegend und beschützen auch die Siedlung. Also die laufen dann nicht nur mit uns mit, sondern die beschützen auch tatsächlich unsere Siedlung. Ist richtig geil, dieses DSI. Ich mache es. Das erledige ich. Ich wünschte, ich hätte das nötige Stimmregister, um meine Dankbarkeit auszudrücken. Zuletzt haben wir eine Gruppe der Mechanist-Roboter bei der General Atomics Fabrik gesehen. Alles gut. Vielleicht finden Sie dort ja Informationen, die uns zum Mechanist führen. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich Ihnen folgen und helfen. Los geht's. Ja, gehen wir, Ada. Bei General Atomics gibt es wertvolle Dinge zu plündern. Wahrscheinlich sind die Roboter noch dort. Meine Systeme arbeiten weiterhin bei maximaler Effizienz. Kein Problem, also. Habt ihr es gesehen? Die hat uns jetzt, beziehungsweise die hat sich uns jetzt angeschlossen. Das Geile ist dran, Eda verfügt über super Eigenschaften, mega Panzerung, eine geile Laserwaffe an der Seite. Und die wird dann im Laufe dieser Kampagne, beziehungsweise dieses kleine DSIs immer besser. Und außerdem dürfen wir jetzt auch die Roboterbank bauen. Ich habe jetzt nochmal zwischengeladen, habe ich euch ja gesagt. Und hier seht ihr dann die anderen Roboter, die hier dann einfach so dort liegen. Hier lag da, glaube ich, gerade der Hertz. Hier gibt es Servomex-Augenbots. Vielleicht haben wir hier Glück und hier liegt auch noch jetzt irgendwas rum, was sich noch resettet hat. Ich würde mal sagen, gegen Ende dieser Folge, meine Lieben, werden wir jetzt nach Hause laufen. Direkt in unser Zuhause. Und werden dort mit den Ressourcen, die wir hoffentlich noch dort irgendwo liegen haben, werden wir die Roboterwerkbank aufbauen. Hier hinten gibt es noch Kleinigkeiten, die hier dort liegen. Ebenso hier ein kleines Fleischstückchen. Jeder Roboter, der hier liegt und einen Namen hat, der wurde halt vom Jackson schon mal versteigt. Es gibt ja jetzt dieses sogenannte Holoband. Das können wir uns auf dem Weg nach Hause anhören. Okay? Dann gehen wir mal ins Inventar, Hilfsmittel. Das war, glaube ich, diverses. Und dann gucken wir mal irgendwo. Sollte es dann Einstellung, Schlüssel, Passwörter, Werkzeuge, diverses? Nein. Die Holobänder. Irgendwo gab es diese Holobänder. Gucken wir nochmal ganz in Ruhe. Followers-Menü. Das ist ganz, ganz wichtig für später. Sollte mal einer unserer Partner irgendwo verloren gehen. Ah, hier, schaut mal, ne? Holobänder. Und dann gucken wir einfach mal rein. Hier irgendwo gibt es dann Jacksons Holoband. Und das hören wir uns mal an. Und in der Zwischenzeit, meine Lieben, laufen nach Hause. Ein paar feindliche Roboter begegnet. Sie waren wild zusammengewürfelt, wie die wir
sie an dieser Werkbank gebaut haben. Das Seltsame ist, dass einer von ihnen etwas von einem Mechanist gefaselt hat. Und dass sie hier sind, um das Commonwealth zu beschützen. Beschützen. Von wegen. Wir konnten entkommen, aber diese Dinger waren gefährlich. Shades und ich sind zurückgegangen und fanden einen Arm, den wir abgeschossen hatten. Wer auch immer diese Dinger baut, ist ein Könner. Vielleicht sogar besser als ich. Ich muss Ada und Hertz verbessern, damit sie mich noch beschützen können. Also, ihr habt's gehört. Ada und Hertz, das waren die zwei von hier vorne. Ada haben wir geschafft zu retten, aber den Hertz, der ist leider gefallen. Also werden wir jetzt Ada verbessern, damit sie uns beschützt. Es ist im Prinzip so, dass es hier 3 oder 4 solche Locations gibt, die wir mit Ada zusammen untersuchen dürfen. Oder auch ohne die Ada, die schickt uns dann halt nur dorthin. In diesen Locations drin gibt es sehr, sehr viele neue Technologie für die Roboter, die wir dann danach verbessern können. Es kann durchaus sein, dass wir da Geräte finden. Ja, und zum Schluss gibt es halt den Showdown mit dem Mechanist. Und ob er es glaubt oder nicht, was da rauskommt oder welche Gründe und warum der im Commonwealth seine Roboter schickt und warum die Roboter, warum die Roboter auch auf Zivilisten losgehen, ist ein absoluter, ein sehr verwirrender Grund. Aber das verrate ich mir noch nicht, mein Lieben, folgt mir einfach und dann spielen wir zusammen dieses kleine DLC durch. Ich bin hier gerade dabei noch, ihr seht's, ne? Wenigstens hier reinzukommen, wenn es gar nicht geht, dann lass ich's. Cool. Okay, Sicherheitsdurchstörung haben wir jetzt geschafft. Dann machen wir mal das Brett auf, gucken wir mal, was es da gibt an Teilen. Ne, linker Arm verschlechtert, aber es ist zumindest eine Powerrüstung. Und das ist ja das Geniale dran. Wir könnten den Arm mitnehmen. Den nehmen wir auch mit. Aber leider können wir die Powerrüstung nicht mitnehmen, weil wir haben hier, glaube ich, wir könnten sie zum Beispiel abschließen. Ne, Gestell verwerten, auf keinen Fall. Wir könnten sie aber abschließen. Warum können wir die abschließen? Damit sie keiner klaut. Siedler können gerufen werden, um es zu schlachten. Du kannst dieses Gestell abschließen, damit es andere nicht benutzen können. Das heißt, irgendwelche Leute, die hier vorbeirennen und das Gestell sehen, könnten es für ihre Zwecke missbrauchen. Dann könnten wir es aufschließen. Das Problem ist, wie gesagt, ganz einfach dran, wir haben, glaube ich, zurzeit keinen Kern, um das zu betreiben. Gucken wir nochmal schnell rein. Fusionszelle, eine Rakete hätten wir sogar, Leuchtfackeln hätten wir auch. Aber schaut mal, ne? Wir haben keinen einzigen kleinen Standard-Fusionskern, um die Powerrüstung zu betreiben. Das heißt, die müssen wir leider hier lassen. Aber wir wissen ja ungefähr bei der ADA, beziehungsweise hier bei Watts Haushaltselektronik, dort gibt es noch eine Powerrüstung. Meine Lieben, wir laufen langsam nach Hause. Und ich präsentiere euch auch mal vom Mechanist das Holo Band. Das hören wir uns auch ganz in Ruhe an. Diverses. Gehen wir mal hier runter, ne? Und hier gibt es dann Mechanist. Also, habt ihr das gehört? Der Mechanist möchte ein neues Zeitalter schaffen. Der Mechanist möchte eigentlich nur alle auslöschen. Das ist nicht ganz richtig. So wie das zum Schluss klingt, haben wir ihn da irgendwie missverstanden. Aber das werden wir dann noch ganz in Ruhe aufklären. Ne? So viel dazu. Wir werden uns hier unten nochmal durchstehlen und werden dann von Mystic Pines in, ich sag mal, in so nordwestlicher Richtung, werden wir dann hier hochlaufen und werden dann hier Richtung Zuhause reinlaufen. Ja, das denke ich mir. Die Roboter waren echt zu stark. Also so wie ihr das seht, wie die hier diese Karawane dort unten auseinandergenommen haben, sind die echt stark. Das Geile ist dran, wenn wir so eine Truppe finden und wir schalten die tatsächlich aus mit unseren kleinen Fähigkeiten, was wir hier haben, und kleinen Waffen, dann hinterlassen die sehr, sehr viel Stuff. Von Munition über irgendwelche ganz wichtigen Roboterteile bis hin zu ganz wichtigen, ganz wichtigen Items. Das kann Abfall sein, das kann irgendwelche Metalle sein und so weiter. Das können wir dann alles wiederverwerten und benutzen. Und deshalb ist das so wertvoll, gerade die Roboter dann zu killen. Ne? Die können hier überall rumlaufen, weil jetzt haben wir sie freigeschalten mit dem DSC. Haben wir die Roboter gerade eben freigeschalten. Und unser Ziel ist einfach nur jetzt, wir laufen einfach erstmal nach Hause. Okay? Das heißt, wir laufen eigentlich hier westlich.
hochwestlich der Eisenbahntrasse, würde ich vorschlagen. Und dann laufen wir oben. Wohin als nächstes? Bei der Händlerin vorbei. Preston, wir laufen nach Hause. Heute zum Abschluss. Ja, das hier ist das Autokino. Das haben wir auch noch nicht freigeschalten, weil das müsste dann Preston irgendwann mal sagen, dass wir da eine Mission bekommen. Bei dem Autokino, das ist eins der schönsten, also meiner Meinung nach schönsten Locations, die ich so kenne von Fallout 4. Wow. Das ist eine mutierte, leuchtende Maus. Habt ihr das schon mal gesehen? Und Ada tapfer. Ada steht halt dort und haut zu. Schaut mal, was es hier gibt. Mutierte Knochen. Mutierte Lederhaut. Wow. Dieses Versagen ist mir neu. Ja. Pass auf, wo du hintrittst. Maulwurfsratten. Die Maulwurfsratte ist eine schmutzige Spezies. Die Bakterienkonzentration ist in diesem Bereich sehr hoch. Irgendwo schießt irgendjemand auf irgendwas, ne? Habt ihr das gehört? Es wird immer mehr mit Leben gefüllt, dieses Kammerwelf. Glaubt's mir, und irgendwann rennst du hier durch die Gegend und hast überall wirklich das blühende Leben. Überall laufen die Minutemen rum. Überall kann man handeln. Überall gibt es dann solche Siedlungen, wo einfach dann die Siedler dann rumlaufen und uns begrüßen und so weiter und so fort. Und das ist eben, man fängt hier auch in dem Fallout 4, gerade im Survival-Modus oder gerade in Horizon, fängt man mit nichts an. Und im Endeffekt zum Schluss hat man wirklich richtig, richtig viel geschafft. Sehr viel aufgebaut, sehr viel ausgebaut, sehr vielen Leuten geholfen. Auch, ja, auch dank Preston. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Na, holla! Wir haben eigentlich, egal, Sportkleidung haben wir gefunden. Eine Sportkleidung. Hier gibt es nochmal Mais, wenn wir Glück haben. Glaubt es zwar nicht, aber ist egal. Preston. Brauchst du was, General? Eine Frage? Was meinst du? Ich glaube, du hast alles. Okay, alles gut. Ist schon gut. Okay. Gut, dann hast du keine Aufgabe für uns. Das nehmen wir hier gerne mal mit. Blutblätter. Und dann sind wir hier hinten schon wieder bei Trudy angelangt. Hier hinten auf der linken Seite ist dann Trudys kleines Paradies. Da müssen wir uns dann demnächst auch mal drum kümmern. Da hängen nämlich noch vor zwei Drogenkuriere. Und die haben so eine kleine lustige Sidequest. Und hier irgendwo müsste doch die Händlerin rumstehen, oder? Besser als Hausarbeit. Stimmt, besser als Hausarbeit. Nee, wisst ihr was? Die Händlerin, die ist schon wieder zu uns. Die ist schon wieder zu uns gegangen. Deshalb werden wir Folgendes machen. Beine in die Hand, meine Lieben. Und ab nach Hause. So schnell, wie es geht. Die ganzen Schauergeschichten über das Institut glauben soll. Hört sich für mich vor allem nach Paranoia an. Naja, Preston, es ist halt nicht alles Paranoia. Vor allen Dingen, wenn man das Spiel schon mal durchgespielt hat. Dann weiß man tatsächlich, dass das Institut irgendwo existiert. Aber wie gesagt, diesmal zocken wir es mit dem Minuteman durch. So, hier oben kommt schon der Wasserturm von Concord. Das heißt, wir sind in unmittelbarer Nähe. Ich sag dir, was mit dem Kammerwolf nicht stimmt. Die Leute sehen das große Ganze nicht. Ah, Preston, das kannst du so auch nicht sehen, aber... Ja, irgendwo hast du schon recht. So, hier kommen wir schon zum Truckstore. Alles gut. Die Pflanzen sind auch noch nicht nachgewachsen. Alles schick. Ausdauer regeneriert sich langsam. Also, meine Lieben, wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, wir gehen jetzt mal nach Hause, gucken mal, dass wir uns etwas zu trinken, etwas zu essen herstellen können. Und dann würde ich schon vorschlagen, dass wir zwei Siedler umrekrutieren. Den einen Siedler lassen wir dann nach Ten Pines Bluff laufen, damit die da oben die Verteidigung ein bisschen besser ausbauen können. Und der andere Siedler, der geht dann gleich runter zur Farm vom Evernethy, zum Blake. Oh, das muss erstmal nachrendern hier, so wie es aussieht. Weil grafisch-technisch sieht das hier nicht so gut aus. Jetzt.
Sieht komisch aus, ne? Hier, also habt ihr es gesehen, ne? Die Siedlung hat, seitdem wir hier die Siedlung verlassen haben, 2 neue Siedler rekrutiert. Deshalb haben wir hier schon insgesamt 9. Gerade lange auf die V-Taste gedrückt halten und dann seht ihr, 11 Leute. 11 Leute sind es schon mittlerweile. Manchmal stimmt die Statistik halt einfach nicht. Und wenn wir Glück haben, haben die eben keine Jobs. Und deshalb tun wir die gleich, genau, deshalb machen wir hier die gleich bewegen. Und zwar darfst du auch gleich zur Ebernetti-Farm laufen. Dann bist du hier nämlich nur noch 10. Und dann hätten wir hier noch einen. Oder eine. Ist eigentlich egal, ne? Und die lassen wir dann gleich nach Ten Pines Bluff laufen. Gut, dann wären nur noch 9. Aber das ist erstmal egal. So. Und schon sind wir wieder zu Hause, mein Lieben. Ja, ihr seht, schon haben wir es geschafft. Mama Murphy gibt es auch noch. Der müssen wir noch ein bisschen was verchecken. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir noch Post haben. Bestimmt wieder 3 Mails oder sowas. Nein, keine ungelesenen Nachrichten. Okay, alles gut. Briefkasteninhalt haben wir keinen, ne? Passt. So, mein Lieben, das heißt, wir räumen hier alles komplett rein. Was geht? Gesamten Schrottlager. Bam. Das ist schon echt viel, ne? Was dann mittlerweile so dann mit einmal eingelagert werden kann. Der Erlöser. Eine 9mm HSG. Erlöser getauft. Wahnsinn. N99 ist immer noch verschlechtert. Ist immer noch best in Slot. Ja, die Waffen, die anderen, die packen wir dann alle mal aus. Das lassen wir mal da. Wir müssten noch ein... Ja, es wäre geil, wenn wir noch die ein oder andere Munition nachbauen können. Die rechtmäßige Herrschaft bräuchte definitiv ein Zielfernrohr. Das machen wir auch noch. Impro-Repetiergewehre und so weiter, das packen wir alles weg. Die 308er schaut mal 63 Schaden und das Ding macht 66. Könnten wir dann auch wegräumen, weil wir brauchen es tatsächlich erstmal nicht. Alles andere haben wir ja, ne? Und das macht halt übelsten Platz, wenn wir das erstmal bei uns schön reinräumen. Ja, das seht ihr, normalerweise habe ich dann im späteren Spielverlauf habe ich dann eigene kleine Kisten und eigene kleine Behälter, wo ich die Rüstung immer reinbaue, weil die Rüstung kann man ja auch zum Beispiel verwerten. Gehärtet mit Taschen, ach so, das hat man ja schon. Die kann man dann verwerten, da gibt es dann so anderes Zeug dazu. Und dann kann man wieder seine Rüstung aufwerten und so weiter und so fort. Käfigrüstung mit Helm, Lederkombi, schaut mal, was das alleine an Gewicht macht. Schaut es euch bitte an. Und jetzt noch die ganze Raider-Sache. Hier, ne, 158. Also es ist absoluter Wahnsinn. Und wenn wir hier dann noch die ganzen Drogen, den Stealth-Boy rausnehmen und ja, Buff-Out, Day-Tripper und so weiter und so fort. Da seht ihr mal, was das hier, da seht ihr mal echt, was das ausmacht an Gewicht. Unglaublich. Genauso wie das hier, Nuka Cherry, Nuka Cola, Quantum. Ich würde halt wirklich richtig gerne endlich mal auf eine Wasserquelle zugreifen. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Sehen wir aber noch. Okay, was wir noch bräuchten, ganz, ganz dringend, sind mehrere kleine Speicherteile. Ja, damit wir zwischendurch ja immer mal zwischenspeichern können. Wir haben nämlich unser letztes tatsächlich dort unten verbraucht. Deshalb bin ich auch nach Hause gelaufen. Und ihr seht, na, das war es jetzt hier so an Munition. Brennstoff brauchen wir erstmal nicht. Leuchtfackel, gut, nehmen wir das mit. HSG brauchen wir nicht, Bolzen brauchen wir ebenso wenig. 45, 70, 6 Stück brauchen wir auch nicht. Strahlungspatrone fliegt auch raus und auch die 22er LH. Ja, also jetzt seht ihr mal, nur noch 92 Gewicht. Es macht tatsächlich richtig was aus, ne? Es macht echt richtig was aus. Wie geht's dir, Kumpel? Alles gut. Was soll's, Junge? So, dann gehen wir nochmal schnell in die Techniker-Werkbank. Das machen wir heute zum Abschluss. Und dann würde ich sagen, ne, tragbares Speichergerät ein Weg und dann hätten wir ja dann irgendwann die Chance auf dieses tragbare Speichergerät MK2. Jetzt seht ihr mal, Rezeptdichtung und Wahrheit haben wir schon gefunden und Fertigkeit Wissenschaft hätten wir auch schon. Das heißt, wir bräuchten nur noch 2 kleine nukleare Materialien. Vielleicht kriegen wir die noch irgendwie zusammen. Ich überlege gerade, wie. Hier, ne, nukleares Material haben wir da, ne. Wir kriegen eins zusammen, aber wir brauchen leider noch eins. Also, ja, dann ist es halt so. Dann können wir es halt leider noch nicht bauen, weil uns halt noch ein kleines nukleares Material fehlt bis jetzt. Aber egal, dann bauen wir halt normal. Ne? Mit Basisschaltteilen, dann bauen wir ruhig mal so 4, 5 Stück. Das ist besser wie nur eins zu bauen.
Schlossknacker brauchen wir erstmal nicht zerlegen. Hier können wir, ne, ihr seht sehr hier, eine Blähfliegendrüse können wir noch zerlegen. Da gibt es dann Säure raus oder Glas und so weiter und so fort. Sehr, sehr viele Sätze kann man hier kaufen. Schaut mal, Wartungssets, Werkzeugsets und so weiter und so fort. Also, jetzt interessiert mich aber mal noch Folgendes. Haben wir hier bei der Ressourcenverwaltung, haben wir da alle Kits reingebastelt? Ja, Wartung 10 haben wir. Ja. Ja, Holzstahlbeton. Wir bräuchten halt hier Brennstoff, aber dafür bräuchten wir halt Jobs, die halt annehmen. Hier unten Dünger, das passt auch. Produktion, Pflanzenmenü, neueste Produktion, Übersicht. Könnten wir jetzt alles, ja, das könnten wir jetzt alles anwählen. Das wäre kein Problem, aber wir bräuchten halt unbedingt sauberes Wasser. Das wäre es halt. Und Wartungssets. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja nicht genug, ne? Aber 0 pro Zyklus heißt ja eigentlich für uns, können wir erstmal so nicht nehmen, ne? Sag ich mal. Okay, meine Lieben, dann sage ich mal, wir sind zu Hause angekommen. Ein bisschen was haben wir jetzt schon gemacht. Wir haben schon die Teile rausgeräumt und so weiter. Ich sag mal, in der nächsten Folge würde ich vielleicht, ja, eine Kleinigkeit bauen mit euch. Wie wäre es denn hier unten auf der Seite mal mit so einer kleinen Bar? Überlege ich mir die ganze Zeit. Und hier oben auf der, Seite vielleicht hier oben zweiter Stock. Oder hier hinten das Haus, was sowieso eine Ruine ist. Sind ja 2 Stück. Da könnten wir auch noch so ein bisschen was drauf bauen. Zum Beispiel ein komplettes eigenes autarkes Förderband, was für uns zum Beispiel die Teile zerlegt. Was haltet ihr denn davon? Das saugt dann einfach die Teile an und hinten spuckt es dann einfach die ganzen Komponenten aus. Und die könnten wir dann, je nachdem, bei Bedarf, könnten wir dann in die Werkstatt räumen. Und das hätten wir dann in jeder Werkstatt, hätten wir dann Zugriff drauf, ne? Zum Beispiel. Aber das sehen wir dann in den nächsten Folgen. Mal sehen, was hier noch ist. Ah, schaut mal, die Siedlerin hat auch nichts. Da könnten wir zum Beispiel eine Versorgungsroute einrichten. Und zwar mit der Oberland Station. Warum mit der Oberland Station? Da könnten wir dann an der Oberland Station auch ein bisschen was mit Verteidigung aufbauen, sehr, sehr viel mit Holz machen und so weiter und so fort. Und schaut mal, was wir da mittlerweile schon hier an Materialien schon hier drin haben und einfach jetzt drauf zugreifen können, ne? Sobald wir dann hier überall eine Versorgungsroute eingerichtet haben. Okay, meine Lieben, dann bis hierher. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge hier wieder mit dabei seid. Es macht bis jetzt einen mega Spaß, dieses Spiel. Richtig, richtig geil. Und mit Ada zusammen, jetzt macht es noch mehr Spaß. Wie wäre es denn, wenn wir in der nächsten Folge mal runterlaufen nach Diamond City und starten dann endlich dieses Event? Und dann lernen wir wieder so eine völlig verkappte Reporterin kennen, wartet mal ab, die einfach die Welt retten will und uns dann um Hilfe bittet. Meine Lieben, das machen wir dann in der nächsten Folge. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.